Jo Leute, und herzlich willkommen zu 5 Fakten über, und heute gibt es sehr verspätete 5 Fakten über Deutschrap. Los geht's! Kommen wir gleich zu Fakt Nummer 1, und der ist, dass Alpagan Kollege beim Splash 2012 mit einem Messer attackieren wollte. Er hat es dann aber aus Empathie nicht gemacht. Fakt Nummer 2 ist, dass der allererste deutsche Rap-Song von GLS United aufgenommen wurde, und da war eines der Mitglieder Thomas Gottschalk. Fakt Nummer 3 ist, dass es einmal wöchentlich auf Yahoo die Rap der News gibt, wo einmal wöchentlich eben die News der Woche gerappt werden. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Fakt Nummer 4 ist, dass Bushido mit 1,7 Millionen verkauften Alben der erfolgreichste Deutschrapper ist. Ich mag ihn trotzdem nicht. Und kommen wir zum fünften und somit letzten Fakt, und der ist, dass K1 laut eigener Aussage im Mai 2012 von maskierten Männern bedroht worden ist nach seinen Konzerten. Er hat natürlich Bushido die Schuld in die Schuhe geschoben. Das war's auch schon wieder mit 5 Fakten über diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Worüber wollt ihr mal 5 Fakten haben? Schreibt es mir unten rein in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.